Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja immer noch in unserem Anfänger-Tutorial. In der letzten Folge waren wir ja dann im Bunker, wo wir dann mal einen Zwischencut gemacht haben. Da musste ich schnell zu einer Besprechung im Team. Und da machen wir natürlich jetzt auch weiter. Wir sind natürlich dann jetzt im Bunker. Natürlich spawnen, wenn wir dann spawnen, die ganzen Zombies. Mal schauen, ob dann noch Loot da ist oder ob jemand vorher schon drin war. Und wenn was da ist, was da ist, interessiert mich schon. Wir haben ja eine relativ spartanische Ausrüstung, relativ am Anfang. Also da muss man dann schon mal sehen. Aber natürlich, unsere Skillung im Nahkampf gibt uns einen gewissen Vorteil, sodass wir mit der kleinen Steinaxt schon einiges hinhauen können. Und jetzt gehen wir mal in unseren Milizsurfer rein, in unseren lieben Bunker. Und dann gucken wir mal, was da uns erwartet. Ich hoffe, diese Tutorial-Reihe kann euch dann das eine oder andere mal helfen, um mal zu schauen, was man als Anfänger, sage ich jetzt einmal, machen kann, wo man hin kann, wie man vielleicht auch hinkommt, ja, und halt, wie man vermeidet, dass man halt mit 80 Tote um die Map reist. Oh, ein Schraubenzieher. Soll mal einer sagen, man findet keine Schraubenzieher hier. Aber natürlich arschkalt hier, ne? Muss man schon sagen. Also da müsst ihr immer gucken, ne? Wenn Blase voll ist, wenn sie zu voll ist, lässt es einfach laufen. Wenn der Darm zu voll ist, egal was er gerade macht, auch wenn er im Kampf seid, dann setzt er sich hin und dann wird der Darm entleert, fertig. Kann dann etwas ungeschickt werden. Aha. Braucht ja auch kein Mensch. Gehen wir mal hier rein. Ne, geht nicht. Geht auch nichts. Gehen wir hier rein. Wir sind natürlich jetzt nicht schwer beladen. Daher auch relativ leise. Weg, tun wir das mal ran. Kann man das weglegen und das ran. Okay. Können wir das mal anziehen? Vielleicht wird es dann ein bisschen wärmer. Okay, können wir die weghauen? Können wir die anhauen? Da, nehmen wir das mit. Wer weiß, was wir kriegen oder auch nicht. So, dann müssen wir das mal ablegen. Jetzt machen wir die kleine Packung. Zwei, drei, vier.
Wie gesagt, Nacken haben wir überhaupt nicht geskillt. Vorletzte Folge. Da können wir nochmal hingucken. Ja, Übersicht. Geschicklichkeit, Diebstahl, nix, ne? Null, nada. Ja, mal schauen, ob wir die Dinger überhaupt aufkriegen mit der Ausrüstung. Ja. Intelligenz haben wir als Aufmerksamkeit schon 11%, Tarnung 13% durch das immer hinlegen und ausruhen. Also es geht relativ zügig. Ja, Medizin sind wir auf Könner, haben wir ja auch eingerichtet. Baufertigkeit auch, Überleben auch. Aber wir haben ja da schon wieder 5% geskillt, obwohl wir noch nicht viel gebaut haben. Ja. Was haben wir gebaut? Zwei Äxte und einen solchen Rucksack. Und das waren schon 5%. Ja. Also da geht schon was. Gelaufen sind wir jetzt ja auch die letzten zwei Folgen. 2%. So, 2% von 100.000 sind ja 1588 Punkte. Da kann man sich dann mal überschlagen im Kopf, inwieweit es dann hinhaut. Ja. Temperatur passt. Gewicht, ja, ein bisschen haben wir was, aber ist ja auch erstmal egal. Lebenszeit insgesamt 3,5 Stunden. Das kommt in etwa hin. Dann würde ich auch mal sagen, machen wir mal das Ding auf. So. Holla. Holla. Was ist denn das für ein Ding? So. So. Aha. So allmählich mag's gar mich wieder. Schlüsselkarte Z4, das können wir natürlich auch mitnehmen, das ist ganz klar. Würde ich mal sagen, tun wir erstmal den anziehen. Dann tun wir ihn natürlich. Erst einmal reparieren. Das Ding hauen wir da natürlich rein. Das da. Eine MP5 haben wir auch noch. Passt das hier rein? Ja, kriegt man auch noch rein. So. Dann natürlich das. Und das nehmen wir mit. Nehmen wir das mit. Das nehmen wir mit. Vielleicht finden wir ja noch was. So. Dann machen wir das Rums dahin. Das machen wir dahin. Jetzt haben wir noch mal so ein Ding. Ach du Scheiße. So. Und dann kann man ja sagen, okay, gut, passt soweit. Kann man das da rein, dass ein bisschen aufgeräumt ist. Der nächste freut sich vielleicht. So. Reparieren. Auch. Na, auch reparieren. Aber immerhin drei Waffen, ne? Das alles auch schon einmal. Da haben wir auch schon einen Pack. Also, wenn wir Magazin finden, haben wir schon mal eine geile Waffe. Das gefällt. Das gefällt richtig. Also ihr seht, Hunger geht schon, ne? Mal den raus und das da rein. Ja, Toilette braucht man nicht, da habe ich eh nie Glück.
Brauche ich nicht. Versorgungsräume. Also hier kriegt er dann Essen, Trinken, eventuell Kleidung, aber wenn dann meist einfache Kleidung. Oder natürlich sowas, ne? Das sag ich mal, du mal das Sechser-Ding hierher legen. Für das arme Schwein, was hierher kommt und vielleicht was braucht. Du mal alles trinken. Dass wir auch wieder ein bisschen Zucker haben. Ja, auf den Stoffwechsel muss man da immer ein bisschen gucken. So. Da haben wir auch noch einen Versorgungsraum. Also es muss ein bayerischer Bunker sein. Schon wieder eine Bierflasche. Was haben wir denn da? Haben wir mal was zu essen mit. Wer weiß, wann wir mal wieder was kriegen. Fünfziger BMG. Lass mal die da. Viel Spaß. Weil dafür kriegen wir bestimmt Kohle. Olivhemd gefällt mir persönlich besser. So. Das. Ding. So, dann gucken wir mal weiter. Aha, auch gelockt. Noch mal ein Rucksack. Aha, kann man anziehen. Kann man reparieren. Hört man jetzt nicht mehr so sehr. So. Hausschuhe, okay.
Guck mal, was da ist. Und drauf auf die Muschel. Wer hier rumschreit, kriegt einen Gong. Kuckuck. Also unnötiges Risiko. Versuchen wir zu vermeiden. Deswegen gucken wir dann auch, dass wir mal wieder Richtung Ausgang gehen. Eine schöne Militärhose wäre doch noch mal was. Oder zumindest eine Arbeitshose. So. B2 sind wir. Okay. Das ist ein strammer Marsch bis zum Händler. Der nächste ist ein B4. C2 wäre der gleiche Weg. So, das habt ihr gesehen, jetzt sind wir in den Bunker gegangen mit lachhafter Ausrüstung. Im Endeffekt. Ja. Haben aber schon ein bisschen was rausgeholt. Also frieren tun wir auch nicht mehr, das ist auch schon mal vorteilhaft. Ganz nackig sind wir auch nicht mehr. Doch mal sagen. So schlecht ist es noch gar nicht gewesen, der Run. Ja, ihr seht jetzt, mit was ich da rein bin. Im Endeffekt mit einem improvisierten Kurierrucksack und mit einer laschen Steinaxt, die man sich überall bauen kann. Ne? Da kann man mal gucken, auf was sie ist. Ja, 94%. Ja, das war ja noch gut. Gut, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, ne, mit den Zombies. Ein paar waren da, aber alles irgendwie so im Bereich des Handelbaren. Also von der Seite her
Man hätte es schlimmer treffen können. Definitiv. Trackerjacke. Ziehen wir sie doch mal an. Reparieren wir. Geht doch. Also ihr seht, sogar hier kann man noch eine Kleidungsstücke finden. Aber meistens ist es halt nicht unbedingt das, was man sucht, sagen wir mal so. Ja. Er darf ja mal raus, Dankeschön. Die Axt ist besser, macht mehr Schaden. Reparieren können wir es in Spigowina. Vielleicht findet man in Spikowina auch noch mal eine vernünftige Hose. Aber da macht ihr uns Radarwong schon noch mal gute Sachen, also Militärrucksack, klar kein großer, aber besser wie der Kurierrucksack allemal. Drei Waffen, also da schluckt man auch erstmal. Mit meinem anderen Char kriege ich ja nicht mal eine Waffe. Vielleicht mal eine Pistole, vielleicht. Also wenn ihr die anderen Videos von mir anschaut, dann werdet ihr das schon merken, dass da natürlich nicht sehr viel mit Waffen bei meinen Chars so üblich ist. Aber der Char scheint hier mit Waffen besser klarzukommen. Dafür aber halt mit der Munition nicht, ne? Gehen wir mal Richtung Werkbank. Messerschleifen und sowas. Axtschleifen. Dass wir uns verteidigen können. Dann haben wir auch wieder Platz.
ist der Zombie hingefallen. Na, sowas aber auch. Lassen wir für irgendeinen Schmuck hier. Können wir mal mitnehmen. Aber doch noch eine Schraube. So, so viel scheint hier aber nicht zu sein.
Lauf halt. So, dann machen wir Lumpen zerteilen. Und Stoffwechsel, Gesundheit. 1, 2, geben. So. Ah, das sehen wir schon. C2, Erschöpfung. Das ist natürlich eine Sache. Machen wir schon mal sauber. So, jetzt ist es wieder blank. Müssen wir dann nochmal gleich gucken. Da wir natürlich im Bunker uns ausgelockt haben, haben wir natürlich keine Erholungsphase gehabt mit dem Auslocken. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Aber ist nicht wild. Schließlich können wir ja uns auch einmal kurz ein Päuschen gönnen. Sieben brauche ich auch nicht unbedingt. Mal geklemmt, okay. Also wir haben jetzt hier natürlich unser Ausdauerpuffer. Und zwei minus 3,6 Einheiten. Das heißt, F gedrückt halten, pausieren. Und wenn wir jetzt drauf gehen, sehen wir jetzt dann, wie es jetzt runter geht. Das ist natürlich dann auch einmal sinnvoll, ne? Mein C2 ist nicht so problematisch, aber wenn es mal in die C4 geht, dann müsst ihr euch so auf dem Bett legen oder auf eine
Bettrolle, die man ja mitführen kann, dass ihr euch dann auch erholen könnt. Auch die blutende Verletzung wird schneller stabilisiert, ne? Und wenn ihr halt immer mit der Maus auf irgendwas drauf geht, seht ihr dann, was sich dahinter so verbirgt. Ja. Das seht ihr jetzt auch, ja, dass bei der Ausdauer natürlich wir da einen Bonus kriegen, allein nur weil wir Haselnüsse gegessen haben. Und für mehr müsst ihr dann Steuerung drücken. Das seht ihr dann, was da an Nahrung und Vitamine und sowas da rumkommt. Bei den Oliven sieht es dann genauso aus, ne? Energie, ja, beeinflusst durch Konstitution, 10, plus 10% Verwendungsgeschwindigkeit, Ausdauerfähigkeit, minus 10% Verbrauchsrate. Und dann, wenn er mit Steuerung drauf drückt, könnt ihr dann durchlesen, was da alles dahinter steckt. Ist natürlich für die Anfänger durchaus wichtig, dass sie beim Metabolismus dann hier doch ein bisschen durchblicken, dass sie halt dann auch wissen, auf was sie achten müssen. Ja. Wenn wir jetzt hier auf die blutende Verletzung gehen, die stabilisiert sich ja, dann haben wir hier ein Immunsystem, 1,4% pro Minute. Wenn die Wundkeime unter diesen grünen Wert vom Immunsystem liegen, kann sich der Körper selbst gegen Infektionen heilen. Ja. Und das ist halt immer gut im Blick zu haben. Ist dann das Immunsystem schwächer in der Bekämpfungsphase wie die Anzahl der Wundkeime, da braucht er Antibiotika. Da müsst ihr dann gucken, Krankenhaus, Apotheken, das alles durchfahren. Da sind wir von 3,6 minus Ausdauer schon auf minus 2,5. Ja. Jetzt könnt ihr mal auch im Video da mal gucken, wie lange das dauert, ja, bis das da mal runter geht. Und wie gesagt, wenn man so im Bett liegt, erholt man sich wesentlich schneller. Aber auch das hat wieder eine Kehrseite. Und zwar, wenn ich in die Übersicht gehe. Konstitution. Ja. Weil ich mich ja nicht bewege, kann ich das natürlich nicht trainieren. Und dann seht ihr da natürlich durch Inaktivität, dass ihr hier dann in der Konstitution bestraft werdet. Da ich hier jetzt unter 100% bin, habe ich hier trotzdem bei Geschicklichkeit noch einen Bonus. Ist nicht so wild, aber immerhin im grünen Bereich. So. So. Und von der Seite her ist eigentlich der ganze Metabolismus hier relativ vom Stoffwechsel einfach zu verstehen. Noch ein halbwegs simpel, ja. Und hier habt ihr eure gesamte Ausdauer, ja. Und wenn dann das hier auftaucht, also C1 habt ihr immer, ja, dann kriegt ihr hier einen Buff drauf, ja. Bei mir sind es jetzt minus 4% zum Beispiel, ja. Und hier unten seht ihr dann der Ausdauerpuffer. Ja, minus 1,9, minus 4%. Und dann steigt da auch wieder die Ausdauer, die ich dann maximal zur Verfügung habe. Das ist eigentlich der ganze Zauber hinten dran. Ja.
Hier haben wir dann unser Handwerksmenü. Ja, wie gesagt, wie ich es ja auch schon in den letzten zwei Folgen mal kurz erläutert habe. Wenn ihr natürlich in Baufertigkeit Experte seid, könnt ihr auch hier gleich Munition schon craften. Ne? Normal gecraftete. Dann die Uranmunition, was im Endeffekt das Pendant zur AP-Munition ist. Ja, also selbstgebaute, panzerbrechende Munition sozusagen. Und da muss man halt Experte sein. Die normale kann man auch mit Könner schon bauen. Das haben sie anscheinend wieder geändert. Bei den Schlössern. Ja, wenn's Gold, wenn man Gold, also verstärkte Schlösser haben will, dann braucht man halt Expertenstatus. Ne? Aber Anfänger braucht man eigentlich immer im Baufertigkeit, ja? Weil sonst ist man ziemlich aufgeschmissen, wenn man gar keine Schlösser craften kann. Zumindest einmal im PvE-Gebiet sind schon die eisernen Schlösser schon mal recht gut zum Abschließen. Dann haben wir hier das Baumenü, ne? Base Building fängt oben an. Dann kommen hier die ganzen Skills. Ja. Und alles, was hier drin hängt, ist an die Flagge gemünzt, außer die Barrikaden. Die sind für die Ingame-Häuser. Und dann natürlich die Kisten, ja, und die Schubkarre. Die kann man dann auch noch außerhalb der Flagge bauen. Aber alles andere kann man nur innerhalb einer Flagge bauen. Schilder kann man aufstellen, ja, aber ohne Flagge, sind die in 2,5 Tagen wieder weg. Also da müsst ihr dann halt ein bisschen aufpassen und regelmäßig schauen. Haben wir Einrichtungsgegenstände für die selbstgebauten Basen. Bisschen Wandschmuck, Holzlager. Ja, das Übliche halt, ne? Stoffwechsel haben wir ja, habe ich ja gerade erklärt. Dann haben wir das Kochen. Ja, da ich jetzt keine Kochbücher habe, kann ich mal gucken. Ne? Das könnte ich jetzt theoretisch schon kochen. Wenn ich jetzt drauf gehe, wird mir gezeigt, was ich brauche. Ja, zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, was brauche ich hier? Und dann kann ich mir das schon mal zubereiten. So, hier brauche ich ein Brot. Ja, Fleischspieße kann man auch recht schnell machen. Spiegelei. Kaffee und Tee. Also, das kann ich anscheinend automatisch, das weiß mein Char schon, wie das geht. Und neue Gerichte lernt man dann mit den Kochbüchern. 9 Kochbücher gibt es. Und da stehen dann die Rezepte drin. Ja, und wenn man dann zum Beispiel so ein Ei hat, ne, macht es halt nur mit einem Ei und ein bisschen Salz, dann lernt man es nicht. Wenn man die optionalen Sachen dazu haut, dann merkt es sich das Rezept. Ja, also so ist es eigentlich so hinterlegt. Sehr interessantes Thema geht auch schon sehr tief rein. Aber wie gesagt, es hat Vorteile für den Char, weil die Energie dann natürlich höher ist, als wenn man die Zutaten so roh isst. Und natürlich auch gewisse Vitamine werden mehr, wenn man es dann zubereitet. So, im Team, ja, ich habe hier das ja noch gar kein Team, ne? Aber hier sieht man dann schon mal die ersten 20 Positionen der Squads. Ja. Und man kann dann anhand der Punkte dann schon abschätzen, okay, wie viele Leute sind es denn oder wie aktiv sind sie. Ja. Also die ersten 20 sind eigentlich alle aktiv, sage ich jetzt mal. Ja. Wir haben jetzt insgesamt 179 Squads eingetragen. Das kann ich ja als Admin nachschauen. Aber die ersten 20 werden halt immer gelistet. Ne? Finde ich eigentlich schade. Ne? Aber naja, so ist es. Können es ja mal so einen Scrollbalken die Entwickler hier hinmachen. Ja.
Hier haben wir dann die Events, ja, die Ingame-Events, wie man sie so schön nennen. Dann kann man hier oben links Dropdown-Menü auswählen, was man machen will. Ja, das Schöne dabei ist, ihr verliert letztendlich keine Ausrüstungsgegenstände. Ihr werdet von jedem Ort der Karte dann zu dem Event-Standort vom Spiel geportet und könnt euch eure Ausrüstung im begrenzten Rahmen aussuchen. Somit hat jeder die gleiche Ausrüstung, mehr oder weniger. Und ja, dann kommt es halt drauf an, ne? Wer kennt sich besser aus in der Stadt oder wer kennt sich hier zum Beispiel besser hier im Gebirge aus, ja, oder natürlich in dieser Stadt. Ne? Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man auch wirklich Dörfer und Städte looten geht und sich dann auch die Landschaft ein bisschen einprägt, ist vorteilhaft, wenn man dann in so Ingame-Events geht. Der Eintritt in dieses Event kostet 10 Ruhmpunkte und für jeden Kill kriegt er wieder 10 Ruhmpunkte. Somit könnt ihr natürlich dann auch dementsprechend Ruhmpunkte hochskalieren hier, ne? Ganz klar. Da bin ich jetzt auf Platz 98, aber ich habe ja auch erst angefangen bei einer Adabon. Ja. Und dann kann man da natürlich schon einiges bewerkstelligen. Und dann sieht man halt hier die ganzen Stats, ne? Wer halt dann auch in Ingame-Event geht, ne? Unsere Moja hier, die prügelt sich meistens ganz gern. Ja, die macht dann eher dieses MMA Deathmatch. Ja. Also vor allem kann man da halt dann auch boxen, ein bisschen skillen, ne? Ohne dass man jetzt wirklich irgendwie großartig jetzt frustriert wird oder was verliert. Ja. So, Teambildung. Great. Squad. So, dann geht ihr hier auf den Bleistift. Könnt da ja mal Informationen reinschreiben. Adabon ist da jetzt lustig. Ausrufezeichen. So. Ja, also da kann man Informationen geben, da kann man eine Nachricht reinhämmern, dann kann man sich hier um sein Wappen kümmern. Hintergrund zum Beispiel kann man sich dann was aussuchen, was man halt eventuell haben möchte. Ja, zum Beispiel Schachfiguren kann man dann die Farben auswählen. Ja. So. Man kann aber auch das so machen, zum Beispiel. Dann kann man jetzt sagen, okay, nehmen wir noch was Rotes rein oder nehmen wir das Türkis rein oder vielleicht auch Gelb. Ja. Und statt Blau machen wir vielleicht so ein schönes Lila. Ja. Oder wir machen hier Lila. Und dann orangen Streifen oder eben dann einen blauen Streifen. Ja. Dann kann man hier Symbole aussuchen. Ja.
das Yin und Yang reintun. Dann kann man hier zum Beispiel das Weiß machen. Das könnte man schwarz machen. Gelb. Dann kann man hier zum Beispiel sagen, okay, gelb passt vielleicht nicht ganz so. Machen wir Bordeaux. Und dann machen wir vielleicht da so etwas oder so etwas. Was halt aussieht, wenn ihr fertig seid mit allem, ja, dann könnt ihr dann zum Beispiel auch hier auf Annehmen klicken. Ja, dann seid ihr das. Wenn ihr was ändern wollt, ja, dann sagt er hier Teamname, Triaden. Nehmen wir es jetzt einfacher mal so. Annehmen, dann ändert sich das auch gleich, ja. Und dann habt ihr eigentlich schon euer Squad erstellt. Und dann könnt ihr auch letztendlich Leute einladen. Wenn ihr dann euch aber entscheidet, in ein anderes Squad eingeladen werden zu wollen, müsst ihr vorher erst Leave Squad machen, euer eigenes Squad letztendlich verlassen. Dann wird es aber auch in der Liste hier gelöscht, wenn kein anderer mehr hier drin ist. Ja. Dann gucken wir jetzt einfacher mal Stoffwechsel, unsere, wir haben die volle Ausdauer wieder, kein Buff. Oh, sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Ja. Also, passt schon. Habe ich euch jetzt ein bisschen was erklärt? Ja, für die, wo jetzt anfangen insgesamt, da noch nicht ganz so firm drin sind, da kann man ja dann sicher mal die Videos hier dann bei mir anschauen, weil es kommen ja immer wieder mal die Fragen, wie mache ich dies oder wie mache ich jenes oder wie muss ich dies oder jenes verstehen. Und deswegen habe ich mich auch zu diesem Einleitungstutorial letztendlich entschieden, um dann natürlich auch sagen zu können, okay, schau doch einfach mal die Videos an. Ist doch einfacher für alle. Ja, weil wir wollen hier in unserer Freizeit zusammen alle spielen, Spaß haben. Ja, und da ist es natürlich dann schon eine Sache, wenn man dann jedem alles erklären muss und man dann 10 Leuten jeweils immer das Gleiche erzählen kann. Anstatt dass man dann ein Video macht und dann sagt, okay, hier, schaut euch doch mal an. Ist auch alles einfacher, als man sich's vorstellt. Und wie gesagt, wenn euch dann der Kanal gefällt und ihr dann sagt, ja, sie macht dann für sich einen guten Job, lasst doch einfach ein Abo da und like das Video, dann wird es auch mehreren Leuten vorgeschlagen. Und wer weiß, vielleicht wird dann auch jemand aufmerksam. Ne? Und spielt letztendlich vielleicht dann auch bei uns hier auf der Gamer-Miliz. Ne? Man weiß es ja nicht. Ist ja immer so die Sache. Ne? So, machen wir uns Holzbretter, weil die Achslöcher eigentlich schon noch ein bisschen geschliffen haben. So, dann gehen wir ins Handwerk. Dann brauchen wir natürlich was zum Truffhauen, nämlich eine Holzkeule. Die können wir uns auch gleich machen. Dann können wir uns eine Toolbox machen. Wird euch immer hier angezeigt, was ihr braucht. Es sollte in der Umgebung liegen oder im Rucksack haben. Wobei, wenn ihr was im Rucksack habt, ja, das ist hier Inventar, ne? Dann wird das bevorzugt und ansonsten wird es in der Umgebung genommen. So.
Dann tun wir das auch noch gleich essen. Das haut nicht hin. Haut auch nicht hin. Ja, dann nimm es halt in die Hand. Meine Güte. Schauen wir mal, was hier drin ist. Gar nichts, okay. Oh, ein Schloss, ein Schloss. So. Stöpsel in die Ohren. Sonst erschrecken wir uns, wenn wir schießen müssen. Dann reparieren wir noch die Axt. Rums macht's wieder.
So. Natürlich noch ein Fest, wenn wir jetzt noch einen Bolzen finden würden. Aber ich glaube, da bleibt uns der Schnabel sauber. Ein Schloss. Einem Auto ein Schloss gefunden. Das glaubt mir keine Sau. Das glaubt mir keine Sau. Das sage ich so, wie es ist. Das ist natürlich schon einmal richtig positive Entwicklung. So. Dann haben wir da auch wieder Platz. Können wir da was anlegen. Venus, so, ihr hascht alle. Habe ich auch alle, da hast du eine frisch geschärfte Axt. Ist auch wichtig.
an den Türen könnt ihr euch hochziehen, dann aufs Dach. Ich glaube, es hakt hier, mich zu schlagen. So, das sind diese Geldautomaten, da kann man auch Geld abheben. Was machen wir denn da? C1, ach ja, das ist halt. Naja. Ausdauer wieder, ne? Ja, also ihr seht, im Endeffekt Scum ist gar nicht so dramatisch, ja. Aber man muss halt einiges beachten. Ne? Und unser nächstes Ziel ist es im Endeffekt, mal ein bisschen Cash aufs Konto zu kriegen. Oben rechts seht ihr ja Kontostand und Goldbilanz. Also ganz ohne Moos ist halt auch in Scum nichts los. Ne? Muss man einfach so sagen. Sonst kann man immer nur zufällig spawnen und dann verliert man unter Umständen dann seine Sachen, ne, weil man nicht rechtzeitig hinkommt. Weil nach einer halben Stunde spawnen die Dinger weg. Also die ganzen Gegenstände mit der Leiche. Ne. Da räumt sich dann der Server selbstständig auf. Und wenn du dann in D0 bist und musst nach Z4 runter, dann bist du eine Stunde mindestens unterwegs. Ja, schon 2 Stunden. Schauen wir mal, was unsere Tarnung macht. Ja, geht schön hoch.
Sind wir schon bei 17%. Sehe das schon, ne? Also es geht ja beim Anfängerstatus geht es recht schnell nach oben. Ja, wie lange spielen wir jetzt? 3 Stunden vielleicht. Ja, sind wir jetzt schon wieder eine Weile weitergekommen, ne? Würde man sagen, ab zum Händler.
Also wie gesagt, auf die Ausdauer müsst ihr immer achten, wenn ihr einen Scams halt. Das ist mit das Wichtigste überhaupt. Ja, schon mal dem Ganzen ein bisschen näher. Na, seht aber, was ich beim Laufen alles skill, ne? Alles, was grün ist. Ziemlich warm. Dann tun wir mal das ausziehen. Und tun das mal ausziehen. Sollte schon was bringen. So. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir schnellstmöglich zum Händler kommen, dass wir das ganze Geraffel hier wegkriegen. Dann gucken wir mal, was wir an Kohle haben.
Aber ihr könnt es ja in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch Scum spielt und ob euch das auch so viel Spaß macht wie mir. Und ja, ist natürlich dann schon mal eine interessante Sache, ne? Ob hier dann auch Leute zuschauen, die Scum spielen oder die nur Scum interessiert sind. Würde mich mal interessieren. So. Jetzt sind wir dann schon in B3-Stadt. Mirkovici müsste es, glaube ich, sein. So. Jetzt sind wir auch relativ sicher. Können wir uns ausruhen. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir hier doch mal eine schöne Pause. Es bietet sich doch gut an. In der nächsten Folge machen wir hier natürlich weiter. Und dann geht es wieder weiter Richtung Westen, schnurstracks zum B4-Händler. Weil, wie gesagt, wir brauchen Cash auf unserem Konto. Wir brauchen vielleicht die ein oder andere Ausrüstungssache, vielleicht einen Wanderrucksack. Mal schauen, was wir da so finden. Und vor allem, wie viel Geld wir zusammenkriegen. Das ist auch immer so eine Sache. Und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter, wie es weitergeht. Ne? Lasst ein Abo, lasst ein Like da, damit ihr nichts mehr verpasst, falls das nächste Video dann online geht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf unserem Miliz-Server ja auch mal vorbeischauen, wenn ihr Scum selber spielt, keinen Server habt und euch schon fragt, ja, welchen Server sollen wir uns aus dem Hut zaubern? Bei uns auf dem Miliz-Server, wie gesagt, ist eigentlich soweit alles vertreten. Folge dessen, einfach drauf joinen, Spaß haben und mal sehen, was man hat. Vorher Regeln durchlesen, ja, ist auch mal nicht so wichtig, ne? Wir schauen, dass wir hier Fair Play spielen. Ja, also wird bestimmt es für den einen oder anderen interessant für bei euch sein. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund und vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Miliz-Server. Und bis dorthin, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.